Guten Morgen allerseits, auch von meiner Seite. Ich möchte mich herzlich für die Einladung zu diesen Tagen bedanken, auch wenn ich heute Abend leider wieder zurückreisen muss. Wir haben nämlich morgen an unserem Institut in der Uni in Marburg einen Institutstag, wo wir gemeinsam mit Studierenden über neue Kulturen des Studierens sprechen wollen, nachdenken wollen, uns austauschen wollen und eigentlich auch uns mal wieder der Frage zuwenden wollen und rekonstruieren wollen, was kann, was soll ein Studium der Pädagogik, der Sozialpädagogik eigentlich sein? Welche Art von Auseinandersetzung wünschen wir uns? Welche Art von Bildungsprozess wünschen wir uns? Und wie kann das auch in einer kritisch-selbstkritischen, reflexiven Weise gestaltet werden? Also durchaus etwas Verwandtes zu dem, was Sie hier sich vorgenommen haben und was ich jetzt hier so raushöre aus den ganzen Vorgeschichten zu diesen beiden Tagen. Ich möchte mich also entschuldigen bei Ihnen, dass ich nicht die ganze Zeit mit in der Diskussion und beim Zuhören dabei sein kann. Ich freue mich umso mehr, heute hier mit meinem Vortrag so eine Art, ja, vielleicht Rohstoff der Erfahrung oder des Nachdenkens, Material zum weiteren Mitdenken liefern zu können. Als ich mich für den heutigen Vortrag vorbereitet habe oder eigentlich schon nach der Anfrage der studentischen Gruppe an mich, ob ich kommen könne und diesen Vortrag halten könne, habe ich mich immer wieder erinnert gefühlt und auch Ihr Vortrag gerade eben, Frau Seifert, hat mich da wiederum dran erinnert, an ein Ereignis, das vor 11 Jahren in Österreich, in Salzburg stattgefunden hat. Es war eine Bundeskonferenz der österreichischen SozialarbeiterInnen und die haben mir damals auch für einen Eröffnungsvortrag die Aufgabe gestellt, die eigentlich zu große, zu schwierige Aufgabe. Ich solle doch bitte etwas dazu sagen, ob soziale Arbeit als weiblicher Beruf oder verweiblichter, als weiblich gedachter, wie auch immer, Beruf besonders verletzlich sei für die ganzen neoliberalen Zumutungen, Anforderungen, sozusagen Arbeitsaufträge und was eigentlich dieser Blick auf die Entstehung sozialer Arbeit als Beruf unter anderem im Kontext von Frauenbewegung, Frauenfrage, auch weiblichen Akteurinnen, was der vielleicht auch zu tun haben könnte mit der gegenwärtigen Situation und Problemstellung. Das ist immerhin 11 Jahre her, es war 2004, wir haben jetzt 2015. Und damals wie heute habe ich so den Eindruck, die Frage ist wirklich sehr komplex, auch was ich hier tun sollte. Ich sollte nämlich auch so ein Stück weit eine feministische Perspektive verdeutlichen und zugleich aber auch auf die Frage der Gouvernementalität der Gegenwart eingehen und zugleich auf die Frage, welche Möglichkeiten haben wir heute eigentlich, eine kritische soziale Arbeit zu denken und zu praktizieren. Natürlich hängt, oder nicht natürlich, aber in meinen Augen, in meiner Auffassung, hängt das alles durchaus historisch und systematisch in einer spezifischen Art und Weise zusammen, wobei der Zusammenhang sicher mehrdeutig und schwierig und nicht so leicht zu beschreiben ist. Es ist aber schwierig, das in einen Vortrag zu packen. Da könnte ich also auch ein Seminar dazu halten oder mit Ihnen über längere Zeit diskutieren und immer wieder von verschiedenen Seiten her diesen ganzen Komplex angehen. Ich habe mir also schwer getan, zu begrenzen, auszuwählen, zu entscheiden und habe mich dann entschieden, mehr oder weniger in 3 Teilen heute mit Ihnen in dieses Thema einzusteigen. Ich werde versuchen, ab und zu auch Querbezüge herzustellen, aktiv zu dem, was von Frau Seifert gerade in ihrem Einleitungsbeitrag gesagt worden ist. Ich werde aber diese Frage nach dem Politischen der sozialen Arbeit und auch nach den Möglichkeiten der Kritik in der sozialen Arbeit von anderer Seite her aufrollen und angehen. Und das hat auch mit meinen eigenen Erfahrungen mit Kritik und im Kontext kritischer sozialer Arbeit, kritischer DenkerInnen sozialer Arbeit zu tun. Wenn jemand hier sein sollte, der sich beschäftigt mit empirischer Forschung oder auch vorher war das Stichwort ethnografischen Zugängen, um Prozesse und Wirklichkeiten sozusagen anders zu erschließen als aus einer Makroperspektive, einer Gesamtanalyse, die versucht sozusagen einen Gesamtblick zu kennzeichnen, dann können diejenigen sich wahrscheinlich auf diesen Satz auch einlassen. Ich finde ihn immer wieder passend und immer wieder für mich eine wichtige Erinnerung an bedeutsame Dinge, die wir brauchen, sei es im Nachdenken über soziale Arbeit, aus der sozialen Arbeit heraus,
in der Forschung zu sozialer Arbeit, aber nicht nur zu sozialer Arbeit, aber auch im praktischen Handeln in Feldern sozialer Arbeit. Der Filmemacher und Denker Alexander Kluge, der auch viel mit Oskar Negt, einem undogmatischen Linken, zusammengearbeitet hat und unter anderem ein dickes, interessantes, für viele heute vielleicht kaum lesbares Buch geschrieben hat, Geschichte und Eigensinn, hat zusammen mit einem anderen Filmemacher, vielleicht ist Ihnen der ein Begriff, der hat diese vielen Filme zu Heimat, erste Heimat, zweite Heimat, Heimat gedreht. Die haben gemeinsam diesen Satz sozusagen formuliert oder von ihnen ist er überliefert, man muss sich auf den Rohstoff Wirklichkeit einlassen. Und ich beziehe das auch auf das Projekt der Kritik. Ich lasse mich also ein Stück weit auf den Rohstoff Wirklichkeit der Kritik ein. Und bitte verstehen Sie das, was ich im Folgenden sage, auch vor diesem Hintergrund. Ich komme am Schluss nochmal drauf zurück. Vielleicht darf ich darum bitten, dass jemand von den Veranstaltenden mir 10 Minuten, bevor meine Redezeit abläuft, nochmal ein Zeichen gibt, dann würde ich zur Not nochmal kürzen. Könnte das jemand übernehmen? Danke. Gut. Immer wenn ich frei spreche und dann mir viel vorgenommen habe und dann auch noch Querbezüge herstellen möchte zu dem Gehörten, dann passiert mir das schon mal, dass ich aus der Zeit laufe. Also eine kleine autobiografische Vorbemerkung oder immer wieder Randbemerkung soll Ihnen auch vielleicht den persönlichen Bezug, aber auch den konkret historischen und gesellschaftlichen Bezug exemplarisch verdeutlichen, indem das Projekt der Kritik oder der Versuch des kritischen Denkens und Handelns immer wieder steht. Ich habe in mehreren Texten, die natürlich immer auf gemeinsamen Diskussionen mit anderen auch beruhen, versucht einmal auch auseinanderzunehmen, das Projekt der Kritik sozialer Arbeit, als ob ich es von außen betrachten würde und könne, und den Versuch, kritische soziale Arbeit zu praktizieren, das mal zu sortieren und immer wieder ins Verhältnis, ins Wechselverhältnis zu setzen. Auf Ihrer Website ist auch ein Vortrag in Form von Folien, wo das ein bisschen ausbuchstabiert wird. Wer sich dafür interessiert, kann da auch nachlesen. Natürlich auch in Textform mit allen Quellen auch erschienen. Ich möchte heute aber insbesondere diese 3 Punkte als strukturierende Elemente meines Vortrags nutzen. Ich gehe etwas ausführlicher zu Beginn auf meine Auseinandersetzung mit feministischen Perspektiven in diesem Kontext ein, denn meine alltägliche Erfahrung mit dem Projekt kritischer sozialer Arbeit ist, dass die immer wieder ein Stück weit auch vergessen werden. Und meine These und meine Vermutung ist, dass wir daraus einiges gewinnen können, auch wenn wir allgemeiner in Anführungszeichen über kritische soziale Arbeit nachdenken und versuchen, sie zu praktizieren. Deswegen kriegt es hier, das war auch mein Auftrag, ein Stück weit eine prominentere Position. Dann gehe ich ein, und das klang ja auch schon an in Ihrem Beitrag, auf die Gouvernementalität sozialer Arbeit in Kürze, soziale Arbeit als Kunst des Regierens oder als Regierungshandeln, und kann vor diesem Hintergrund vielleicht auch meine eigenen Versuche, Kritik zu formulieren und zu praktizieren und zu sprechen, nochmal anders nachvollziehbar machen. Und da unterscheide ich mich durchaus von manchen anderen Kolleginnen und Kollegen, aber mich verbindet auch sehr viel mit diesen anderen Kolleginnen und Kollegen. Also das ist durchaus verschieden. Und deswegen lande ich dann am Schluss auch bei dem Versuch, Kritikverständnisse zwischen Theorie und Praxis zu formulieren, weil ich natürlich genauso wie Sie alle auch immer wieder mit dieser Gemengelage zu tun habe, dass scheinbar die Theorie manchmal ohne die sogenannte Praxis des Handelns im Alltag vor Ort auszukommen scheint und umgekehrt. Darauf haben Sie ja auch schon hingewiesen. Meines Erachtens brauchen wir das Theorie-Praxis-Verhältnis als ein konstruktiv-kritisches, produktives, und es ist nie im Vorhinein entschieden, wer hier eigentlich wem auch Hinweise gibt und wen wie herausfordert, sondern das ist wirklich ein sehr interessantes Wechselverhältnis. Ich steige also ganz anders nochmal ein. Ich gehe natürlich, so wurde ich ja auch vorgestellt, davon aus, dass wir Kritik brauchen und dass unser Denken und Handeln eine politische Dimension hat. Aber ich möchte auch diesen Schritt zurücktreten, indem ich frage, wie entsteht eigentlich eine Perspektive der Kritik und was inspiriert diese Perspektive und wie sind wir alle da auch als Menschen, als Person, als, ich sage manchmal in meinen Seminaren, wir sind Mensch, Mitmensch, wir sind BürgerInnen, wir sind professionelle Fachkräfte und es mischt sich auch. Ja, also wir können sozusagen das nicht immer völlig klar voneinander trennen. Das eine inspiriert das andere, fordert das andere heraus. Dennoch muss ich systematisch und reflexiv auch auseinanderhalten können.
Ich fange jetzt mal ganz schlicht an und sage vielleicht nochmal den kleinen Hinweis, dass ich sehr viel auch empirisch, historisch, theoretisch zu Bewegungen der Kritik, auch im Kontext sozialer Bewegungen gearbeitet habe und deswegen auch biografische Studien unter anderem betrieben habe, um rauszukriegen, wie kommt jemand eigentlich dazu, sich in einer sozialen Bewegung, in einer kritischen Szene zu engagieren, sich da reinzubegeben und mitzugehen und sich selber da auch weiterzuentwickeln. Das ist sozusagen an der Stelle mein Hintergrund. Und ich sage, es beginnt mit einem Unbehagen. Das ist eine These, aber auch ein Befund. Und das hat etwas zu tun mit den Verhältnissen, wie sie sind, mit dem, was man selber an Handlungsmöglichkeiten oder Begrenzungen erlebt. Und auch der Frage, bin ich eigentlich selber wahrnehmbar, sichtbar, hörbar mit dem, was ich denke? Kann mein Denken, meine Erfahrung hier in diesem Raum des Gesellschaftlichen, der Öffentlichkeit eigentlich zu Gehör gebracht werden? Da gibt es viele Übergänge auch zu anderen Themenbereichen, die noch eine Rolle spielen werden in den nächsten Tagen. Das Unbehagen kann sich beziehen auf gesellschaftliche Verhältnisse, die als übermächtig, als herrschaftlich empfunden werden. Es kann sich aber auch beziehen auf bisherige Versuche des kritischen Handelns, des politischen Handelns. Und ich möchte es einfach mal als eine Qualität ansprechen. Und dieses Unbehagen kann immer wieder aufs Neue entstehen, ob in der Hochschullehre, in der Forschung, in der konkreten sozialarbeiterischen Praxis, in Gruppen, in Szenen, in Milieus der Kritik. Behalten Sie das mal so im Blick und im Hinterkopf, bitte. Damit verbindet sich für mich biografisch auch, dieses Unbehagen hat mich immer wieder geführt, dort hinein, mich mit gegenwärtigen Positionen und Strömungen von Kritik auseinanderzusetzen, die für mich als hilfreich, als befreiend, als belebend, als erleichternd zu erleben, manchmal aber auch als schwierig zugänglich, als beengend, als gefährlich. Also ich spreche hier von gelebter Kritik, die sich auch in Szenen, in Milieus der Kritik immer wieder ausprägt und gestaltet, in sozialen Beziehungen, in Kommunikationen und so weiter. Da geht es auch innerhalb der Szenen von Kritik durchaus um sowas wie Zugehörigkeit, um Abweichung, um Normen, um normative Erwartungen, um Bedingungen für die Zugehörigkeit oder was eben als abweichend, als schwierig, als problematisch von der Mehrheit der Anwesenden empfunden wird. Also auch in den Binnenverhältnissen der Kritik, wie ich das manchmal nenne, spielen sich gesellschaftliche Verhältnisse ab oder spiegeln sich gesellschaftliche Verhältnisse. Der Bereich der Kritik ist nicht machtfrei, ist nicht herrschaftsfrei, sondern hat ein Stück mit denselben Problemen zu tun, gegen die er eigentlich antritt und ankämpft. Wenn wir aber bei diesem Unbehagen bleiben als einer Kraft vielleicht oder einem Hinweis, der uns immer wieder auch weiterführen kann, dann kann auch innerhalb des Projektes und des Prozesses der Praxis der Kritik gesagt werden, wir geben uns nicht einfach mit ganz bestimmten Antworten zufrieden, wenn wir den Eindruck haben, die führen uns ein Stück weit, aber dann auch nicht weiter, sondern wir bleiben sozusagen offen für eine immer neue, neu ansetzende Suchbewegung. Und es hat auch was zu tun, und da bin ich selber sehr stark davon auch erfüllt und hoffe, dass Sie das selber auch kennen und dass Sie es immer wieder erleben können, mit der Lust am Denken, an der Erkenntnis, am Fragen, an der Auseinandersetzung. Auch davon war vorher die Rede. Ich habe das an anderer Stelle mal als Doppelspur der Kritik versucht zu entfalten. Das ist jetzt nicht ganz identisch mit dem gerade Gesagten. Ich werde es jetzt hier auch nicht so sehr ausführen, aber ich möchte zumindest das als Rahmen, als eine Art Raster vielleicht Ihnen mal anbieten. Und habe versucht, das war gerade im Kontext des Arbeitskreises kritische soziale Arbeit bei einer unserer Tagungen, wo wir sehr viel darüber nachgedacht haben, wie betreiben wir eigentlich Kritik, was heißt für uns Kritik und wo setzt sie auch ein und an und mit welchen Mitteln wird diese Kritik auch realisiert. Und dann habe ich einfach mal sortiert und habe versucht, das irgendwie in ein Bild zu bringen, ins Verhältnis zu setzen und hatte natürlich da auch meinen feministischen Background, den ich dann darauf sozusagen bezogen habe. Und um das einfach kurz Ihnen mitzugeben als eine Denkmöglichkeit, ist vielleicht auch schlicht, aber es ist nicht so schlicht, dass man es einfach in Theorie und Praxis auseinandernehmen kann, ja? Sondern mir geht es jetzt hier um zwei notwendige Seiten von Kritik und sozialer Arbeit, nämlich zum einen die Seite, dass Position und Haltung der Kritik immer wieder auch Distanz zu den alltäglichen Herausforderungen, Handlungsanforderungen brauchen.
Und dass wir auf der anderen Seite dennoch immer auch daran interessiert sein müssen, meines Erachtens, da stehe ich auch sehr dahinter, auch als Hochschullehrende und auch als Forscherin und Theoretikerin, eine möglichst gute Praxis sozialer Arbeit in kritischer Perspektive und zumindest Absicht zu realisieren. Dass auch dieser Versuch immer wieder gegen die Absicht zurückschlägt, ist ein empirischer Befund. Und damit müssen wir uns ein Stück weit auch auseinandersetzen. Das weiß man nicht zuletzt aus Versuchen einer solidarischen Professionalität, feministischen Versuchen und so weiter. Das heißt, das Projekt der Kritik beinhaltet immer auch den Aspekt der Selbstkritik, der Selbstüberprüfung und des wieder neu ansetzen Müssens. Das war sozusagen mein Leitfaden in diesem Zusammenhang und deswegen habe ich es auch in diese zwei Formeln auseinandergezogen, obwohl es ein gemeinsames Projekt der Kritik ist, Kritik sozialer Arbeit oder kritische soziale Arbeit. Auf der einen Seite kann ich da natürlich eine hoch elaborierte, sehr analytische, differenzierte, komplexe Kritik formulieren und ich kann auch mit einem solchen Blick, und das wurde ja heute auch schon gezeigt, auch strukturell die problematischen Aspekte und Effekte sozialer Arbeit sehr deutlich herausarbeiten und zuspitzen. Meine Erfahrung an diesem Punkt ist allerdings oft, und das war auch im Arbeitskreis kritische soziale Arbeit sehr häufig ein Thema, dass von dieser scharfen, zugespitzten Kritik zum Beispiel an sozialer Arbeit als Regierung oder als Teil eines aktivierenden Regimes, dass von da aus praktisch wie fast unvermittelt und unverbunden oft der Sprung auf die andere Seite gemacht wird und dann gesagt wird, wir wollen aber politisch sein, wir wollen uns repolitisieren, wir wollen eine kritische Praxis verwirklichen und wir kritisieren all diese problematischen Verhältnisse und Effekte und Machtwirkungen. Ja, und das, was dazwischen liegt, zwischen dieser radikalen, sehr scharfsinnigen Kritik und dem, wie wir Tag für Tag vor Ort versuchen zu handeln, wenn wir in Praxisfeldern außerhalb der Universität sind, aber auch innerhalb der Universität. Ich habe eine alltägliche Praxis als Studiendekanin und bin Agentin des Systems und bringe sozusagen täglich mit hervor dieses System, nur als Beispiel. Also was findet da eigentlich dazwischen statt? Ja, wie ist das miteinander vermittelt? Das finde ich wichtig und ich möchte auch die Seite des praktischen Handelns vor Ort im Alltag nicht würdigen, sondern sagen, ich kann die Handlungsebene und das Normative, was da drin liegt, nicht einfach übergehen. Ich bin sozusagen damit irgendwie im Gehege und ich muss mich mit der komplexen Mandatslage sozialer Arbeit in der konkreten Situation herumschlagen. Also soweit erstmal als Einstieg. Ich möchte Ihnen einige Impulse, die ich selber bedeutsam finde und wichtig finde und die wir eigentlich für unser gemeinsames Denken nutzen können und sollten, aus feministischer Kritik und Analyse und Forschung anbieten. Ich werde es nicht alles ausbuchstabieren, weil die Zeit zu schnell vorbeigeht, aber Sie können es gerne nachlesen, die Folien oder auch in Texten. Es gibt vielfältige Bezüge auch zu Forschungen und Theoriebildung, zu Analysen von Kolleginnen aus verschiedenen Disziplinen. Ich möchte es nur zusammenfassen an dieser Stelle. Ja, warum sage ich, das ist nicht nur mein persönliches Steckenpferd oder meine Biografie oder sozusagen meine persönliche subjektive Vorliebe, warum sage ich, dass es für das Projekt kritische soziale Arbeit und politisierte oder sich auch politisch verstehende soziale Arbeit von Bedeutung ist, sein muss eigentlich, sich mit feministischer Kritik und Erkenntnis auseinanderzusetzen, in diesem Gebiet zumindest. Wir brauchen diese Öffnung der Wahrnehmung für die Geschlechterdimension in der sozialen Arbeit, um besser zu verstehen, was vor sich geht, was auch unser Handeln mitbedingt und mitbestimmt. Auch innerhalb der Bewegungen der Kritik haben wir es immer wieder mit Traditionen, Mustern, auch unbewussten, unbeabsichtigten Handlungsdynamiken und Sprechdynamiken zu tun, die auf eine lange Geschichte von Geschlechterverhältnissen zurückgehen und die sozusagen immer wieder machtvolle Effekte auch der Geschlechterungleichheit hervorbringen. Wir können aus der ganzen Geschichte feministischen Denkens und feministischer sozialer Arbeit einiges lernen im Hinblick auf Parteilichkeit, und zwar auch jenseits naiver Identifizierungen, wäre meine Behauptung an der Stelle. Wir kennen aus den vergangenen 30, 40 Jahren feministischer Praxis die Erfahrungen mit einer
komplexen, solidarischen Professionalität in der sozialen Arbeit, die auch riskant ist und immer wieder schwierig wird. Wir kennen sehr viele interessante analytische Denkangebote, die uns erlauben, etwas zu entdecken, freizulegen an Zusammenhängen, an schwierigen Momenten, aber auch zu verstehen, warum so vieles an Macht- und Herrschaftsverhältnissen und Prozessen für uns eigentlich so wenig wahrnehmbar ist. Ja, warum wir immer wieder das aus unserem Blick verlieren und dann eben auch vielleicht ein paar Antworten finden können auf die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass wir von den 80er Jahren, haben Sie vorher gesagt, bis zur jüngeren Vergangenheit, sag mal vor 10, 15 Jahren, anscheinend so wenig kritische politische soziale Arbeit hatten. Anscheinend, ja. Das ist auch erstmal, müsste erstmal nochmal genauer betrachtet werden. Wo ist die eigentlich abgeblieben, diese ganze Kritik, die vorher schon da war und die entwickelt und entfaltet worden ist, ja? Und wie hat die sich sozusagen in der Zwischenzeit beschäftigt und inwiefern hat es auch was mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun, die immer wieder was systematisch unserer Wahrnehmung und Befassung entziehen, also zu einer systematischen Depolitisierung auch führen. Mich interessiert bei all dem natürlich immer wieder die Perspektive oder Perspektiven der Handlungsfähigkeit und da meine ich auch Handeln auf jeder Ebene, die hier immer wieder angesprochen wird, das sozialarbeiterische Handeln vor Ort im Feld mit einer bestimmten Aufgabe, die manchmal auch widersprüchlich ist, das Handeln im Kontext der Hochschule von allen Beteiligten, aber auch das Handeln im Projekt der Kritik, der Wissenschaft, der Forschung. Drei Thesen möchte ich hier einfach verdichtet formulieren. Meines Erachtens haben im Zuge feministischer Reflexionen und Analysen die spezifischen Theorie-Praxis-Vermittlungen einer kritischen sozialen Arbeit tatsächlich eine Ausprägung erfahren, die als exemplarisch und weiterführend betrachtet werden kann und die auch aufgegriffen werden könnte. Also einfach von dieser Idee her, was da alles mit was zusammenhängt, auf einer etwas allgemeineren Ebene. Ich meine also, dass kritische soziale Arbeit sich auf die hier gewonnenen Erkenntnisse und Praxisperspektiven mit Gewinn beziehen kann und es geschieht gelegentlich auch. Hilfreich sind in diesem Zusammenhang einige Denkfiguren, die für mich und von mir nicht zuletzt vor dem Hintergrund feministisch inspirierter sozialer Arbeit entwickelt wurden. Man könnte sagen, also wenn Sie nochmal diese praktische Seite, also mit diesem Raster der Doppelspur sich angucken, dass aus Projekten der Frauenbewegung heraus, die zunächst überhaupt nicht als soziale Arbeit und Hilfe gedacht waren, sich natürlich auch Felder sozialer Arbeit, sozialarbeiterischer Praxis entwickelt haben, am Beispiel der Frauenhausarbeit, der politischen Gemeinwesenarbeit, der feministischen Mädchenarbeit, habe ich das schon mal etwas ausführlicher beschrieben, dass hier eine spezifische Art der Professionalisierung auch stattgefunden hat, die immer im schwierigen Bezug auf Solidarität und Parteilichkeit sich entwickelt hat und deswegen uns auch Einsichten und Erkenntnisse vermittelt, was es eigentlich heißt, heute mit einem kritischen Hintergrund solidarisch und parteilich zu handeln in der sozialen Arbeit und welche Fallstricke, welche Schwierigkeiten damit verbunden sein können. Es hat sich auch in diesem Feld ein sehr differenzierter Blick auf Adressatinnen und ihre Problemlagen oder ihre Lebenssituationen entwickelt und wir haben sehr viel empirische, rekonstruktive Forschung, aber auch sehr viel Dekonstruktion von Denkweisen, Bildern in den Köpfen, Menschenbildern, ja, mit denen wir sozusagen unbewusst oder halbbewusst unterwegs sind, normativen Elementen. Und in der Kritik sozialer Arbeit, die eher sozusagen von außen aufs große Ganze geschaut hat, haben wir sowohl gegenwartsbezogen wie auf die geschichtliche Entwicklung bezogen, sehr viel, übrigens immer auch von Kollegen, wenn man jetzt im System der Zweigeschlechtlichkeit sprechen möchte, was ich versuche zu vermeiden, aber nicht immer zu vermeiden ist, Kritik an Sexismus in der sozialen Arbeit, Kritik an der Weiblichkeit sozialer Arbeit, wie die sich aber auch historisch entwickelt hat und mit welchen konkreten gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Akteursgruppen und Bewegungen das Ganze auch zu tun hat. Eine Kritik, und das scheint mir besonders wichtig, darauf gehe ich gleich auch nochmal etwas ein, an der sogenannten Reproduktionsarbeit, also der Arbeit, der in einem frühen Sprachgebrauch auch die soziale Arbeit zugeordnet und gerechnet wurde in einer politisch-ökonomischen Analyse.
insgesamt eine Kritik an der Organisation gesellschaftlicher Arbeit. Und wenn wir heute über Leistungsträger und Nicht-LeistungsträgerInnen sprechen, das ist jetzt ein Zufall, aber doch kein Zufall, dass ich das so gesagt habe, dann müssen wir auch hier drüber nachdenken. Ja, was verstehen wir eigentlich unter bedeutsamer Arbeit, unter Nützlichkeit, unter Produktivität, unter dem, was die Gesellschaft sozusagen zusammenhält und die Gesellschaft voranbringt. Kurz, man könnte sagen, hier wurde eine sehr grundlegende Kritik an der Herrschaftsordnung des Sozialen entfaltet, natürlich von Beiträgen aus verschiedenen Disziplinen und nicht zuletzt bis ins Kleinste auch eine Kritik an der Kritik, die schon vorliegt, indem diese Kritik nämlich auch auf ihre Ausschlüsse, Ausblendungen und so weiter hin untersucht worden ist. Ich mache es etwas kurz an der Stelle, ich streife das nur kurz, um Ihnen so ein paar Beispiele zu sagen. Wenn wir historisch über die Gesellschaftsgeschichten nachdenken, die das letztlich mitfüttern und den Grund dafür bieten, auf dem wir heute unsere Gegenwart erleben, dann können wir auf jeden Fall rekonstruieren, dass die Entstehung nationalstaatlicher Wohlfahrtsregimes mit zum Teil auch unterschiedlichen spezifischen Geschlechterordnungen sich systematisch verbunden hat. Das hat natürlich auch immer wieder mit Kräfteverhältnissen, Herrschaftsverhältnissen, Interessenslagen vor Ort zu tun gehabt, historisch günstigen Momenten oder ungünstigen Momenten, wie sich das jeweils ausgeprägt hat. Man könnte sagen, dass zumindest im Nordwesten oder im europäischen Raum, in Nordamerika, also Kanada, USA, aber sicherlich auch in manchen anderen Regionen, für die ich weniger sprechen kann, weil ich mich weniger gut auskenne, sich in dieser Konstitutionsphase von Nationalstaaten und Sozialstaaten auch frauenbewegte Akteurinnen und feministische Positionen immer finden und die auch in der Auseinandersetzung mit sozialen Fragen ihrer Zeit und möglichen wohlfahrtsstaatlichen Antworten eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, aber oft auch sehr ambivalent eine Rolle spielen. Das müsste ich Ihnen an Beispielen belegen, was ich jetzt nicht machen kann. Das heißt, ich will das hier nicht verherrlichen, ist auch das falsche Wort, idealisieren, auf ein Podest stellen, sondern ich will darauf hinweisen, um Sie vielleicht auch mal wieder neugierig zu machen, noch mal etwas genauer hinzugucken, was war eigentlich das Konzept des Sozialen bei Alice Salomon? Ja, die war ja vorher schon mal zitiert. Inwiefern kann man sie von den Füßen auf den Kopf, vom Kopf auf die Füße stellen und hin und her drehen? Da gibt es eine tolle Arbeit von Adriane Feustel genau zu diesem Thema. Das lohnt sich, die zu lesen. Mein Anliegen an dieser Stelle ist, darauf hinzuweisen, dass wir ein Bewusstsein von Geschichte brauchen, wenn wir in der Gegenwart kritisch denken und handeln wollen. Und dass es sich lohnt, die Gewordenheit und die spezifischen Dynamiken der aktuellen gesellschaftlichen Transformationen zu reflektieren. Ich sage das deswegen, weil meines Erachtens sich daraus auch Einhakmöglichkeiten, Veränderungsmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten immer wieder entwickeln lassen. Ja, also das ist nicht einfach nur, weil die Sache interessant ist und notwendig ist und sich irgendwie lohnt, sondern auch, weil sie unmittelbar oder mittelbar für uns Handlungsperspektiven immer wieder aufmachen kann. In diesem Zusammenhang meine ich, verstehen wir immer nur einen Teil der Komplexität, wenn wir die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um das Soziale nicht in ihrer Geschlechterdimension erkennen und auch kennzeichnen. Insgesamt geht es mir natürlich darum, nicht nur feministische Visionen des Sozialen zu rekonstruieren und immer wieder weiterzuentwickeln, aber diese eben auch als Teil eines historischen und politischen Prozesses, der sich um eine Politik des Sozialen dreht, ja, zu begreifen. Auch nur ein paar Hinweise. Sie haben hier ja auch Kolleginnen und Kollegen, die diese Themen immer wieder ansprechen, adressieren, mit ihnen erarbeiten. Sozialpolitik ist zwar nicht nur, aber eben auch immer Geschlechterpolitik. Die unterschiedlichen Systeme der Existenzsicherung, Hilfelandschaften, wie sie sich entwickelt und ausgeprägt haben, Akteure in diesen Hilfelandschaften wäre ein Stichwort hier. Was gilt eigentlich als würdig, um Hilfe zu empfangen? Da haben wir auch schon was davon gehört. Ja? Also die Frage der Würdigkeit, das ist ein sehr, sehr altes Thema, das eigentlich die Geschichte sozialer Arbeit durchzieht. Und wir können aus historischen Kontroversen und Auseinandersetzungen
manchmal auch so einen anderen Blick für die Gegenwart, glaube ich, entwickeln, um klarer zu sehen, was jetzt eigentlich gerade passiert. Wir haben dann ganz gutes Material. Wir haben im Kontext, ich habe mir erst überlegt, ob ich so anfangen soll heute, habe es dann aber doch nicht gemacht, auch der sogenannten Care Revolution aus den letzten Jahren, Aktionskonferenz zu Care-Arbeit, alle möglichen Ortsgruppen, unterschiedlichste Veröffentlichungen, Manifeste, Versuche, die Care-Arbeit in einer Gesellschaft anders zur Geltung zu bringen und für andere Arbeitsbedingungen, Rechtsansprüche und Rahmenbedingungen einzutreten, haben wir sozusagen die Schwierigkeiten mit der Anerkennung von Abhängigkeit und Bedürftigkeit von Menschen als Menschen immer wieder auch ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit gerückt. Da gibt es auch eine große Kontroverse drüber, also ob die Denkweisen, die Denkvoraussetzungen, die politischen Programmatiken, ob die sozusagen geteilt werden. Ich kann Ihnen nur die Zeitschrift Widersprüche empfehlen, wo auch durchaus eine Kontroverse abgebildet ist in einem der Hefte. Es lohnt sich für Ihr Projekt einer kritischen sozialen Arbeit allemal. Und Sie haben, glaube ich, daraus auch ein Stück zitiert heute schon. Also Sozialpolitik als Geschlechterpolitik heißt nicht zuletzt, auch über die Bedeutung von Abhängigkeit, Unabhängigkeit nachzudenken, um die Frage der Verletzlichkeit von Menschen und wie eigentlich dafür Sorge getragen werden kann, dass Menschen das bekommen, was sie brauchen und das in einem Austauschprozess gestaltet werden kann, der nicht die einen zu den Gebenden macht und die anderen zu den Nehmenden, sondern wo das Ganze als ein gesellschaftliches Verhältnis und als eine gesellschaftliche Arbeit und Notwendigkeit betrachtet wird, in die alle Menschen in irgendeiner Weise einbezogen sind. Da gibt es auch in der feministischen politischen Theorie, politischen Philosophie und Ethik sehr interessante Überlegungen dazu. Nicht zuletzt müssen wir nachdenken, und da haben wir hier auch Expertinnen sitzen, immer wieder über das Verhältnis von Arbeit und Geschlecht, auch wenn es um soziale Arbeit und die Frage des Status der Profession und der Disziplin geht. Denn wir verstehen diesen Status und diesen Status von Profession und Disziplin und die Schwäche, in Anführungszeichen, die sich damit oft verbindet, auch in einem politischen Zusammenhang, nicht, wenn wir nicht die Hierarchisierung von unterschiedlichen Arbeiten im gesellschaftlichen Raum auch als eine mit Geschlecht konnotierte Hierarchisierung wahrnehmen und hier auch eine andere Bedeutungszuschreibung selbst vornehmen. Also wenn wir einfach versuchen, uns dieses Problems zu entledigen, was in der Vergangenheit häufig passiert ist, vielleicht sogar mit dazu beigetragen hat, dass depolitisiert worden ist, wäre meine Annahme in den 80er, 90er Jahren. Wenn wir meinen, wir könnten den Status unserer Profession nur dadurch verbessern und nach oben bringen, unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen, dass wir uns dieser Geschlechterdimension möglichst entledigen, dann haben wir, glaube ich, ein neues Problem produziert. Das stelle ich mal zur Diskussion. Wir können gerne darüber noch mal ausführlicher sprechen. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass diejenigen Akteurinnen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, die sich ins Feld sozialer Arbeit begeben haben und wie Alice Salomon und viele andere erste systematische, methodische, berufliche Formen sozialer Arbeit auch vorbereitet und umgesetzt haben, dass die ein Stück weit mit dieser Schwierigkeit zu tun hatten, dass ihr Handeln aus dem Raum des Politischen lange Zeit historisch ausgeschlossen war, dass sie keine Wahlsubjekte waren, dass sie keinen Bürgerinnenstatus hatten und so weiter. Und die soziale Arbeit schien für viele ein Feld zu sein, wo sie dennoch öffentlich tätig und wirksam werden können. Und hier haben wir eine ganz komplexe Gemengelage, die nicht so mit einer Formel begriffen werden kann, wo man wirklich sehr genau hingucken muss, was ist gewonnen worden, was ist ermöglicht worden, was ist verengt worden und auch geschlossen worden. Gut, feministische Lesarten um 1900, ich springe dann gleich in die Gegenwart oder in die jüngere Vergangenheit. Hier wurde, und das ist eine große Leistung auch von Akteurinnen der damaligen Zeit, der Zusammenhang zwischen Ökonomie und gesellschaftlicher Geschlechterordnung teilweise zumindest begriffen und bearbeitet. Alice Salomon hat zum Beispiel als promovierte Internationalökonomie
ihre Doktorarbeit geschrieben über die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Frauenarbeit und Männerarbeit. Auch wenn uns das heute vielleicht naiv anmuten mag, wie sie das damals begründet und erklärt hat, ist es dennoch ein Ausdruck eines Problembewusstseins und einer Fragestellung, die bis heute interessant ist. Es wurde zur damaligen Zeit auch die ökonomische Bedeutung der Hausarbeit, der Hauswirtschaft, der Familienarbeit erfasst und beschrieben und auch untersucht und erforscht. Die Erwerbsarbeit, die bezahlte Arbeit, galt als Verheißung und Gefährdung zugleich. Hier kommt natürlich ein Klassenverhältnis mit ins Spiel und letztlich ist es auch in den kolonialen Zusammenhang nochmal eingebunden, um das nur auch kritisch anzumerken. Wir haben in der damaligen Zeit einen Kampf der Akteurinnen um Zugang zu Bildungswegen, zu Bildungseinrichtungen, zu qualifizierter Berufstätigkeit, der zunächst mal versperrt war. Und wir haben zugleich Visionen von einer anderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Organisation von Gesellschaft und Staat. Da gab es Ideen und Modelle und zum Teil auch Praxisversuche, die gingen in Richtung Vergesellschaftung der Reproduktion, also gemeinsame Kindererziehung, gemeinsame Hausarbeit, genossenschaftliche Organisierung. Und nicht zuletzt gab es auf der gedanklichen Ebene, ideell, ideologisch und auch auf der politisch-praktischen Ebene einen Vorschlag, den sogenannten weiblichen Beitrag als Ressource für die Gesamtgesellschaft und die Entwicklung zu sehen. Ich zeige Ihnen zur Auflockerung ein paar Bilder. Ich werde danach wieder damit aufhören. Das war eine Sozialistin, Feministin und auch Schriftstellerin aus den USA, Charlotte Tilghman Perkins. Die hat übrigens auch einen spannenden Mini-Roman geschrieben, Die gelbe Tapete, wo es eigentlich um das Verschwinden von Frauen geht, also so ähnlich wie bei Ingeborg Bachmann. Also ein Ausdruck einer aktuell in ihrer Zeit vorherrschenden Geschlechterordnung. Das hier ist aber ein utopischer Roman, Herland, wo es eigentlich um eine andere mögliche Gesellschaft geht, eigentlich eine politische Utopie, ein politisch-utopischer Roman. Und die Pädagogik spielt hier eine wesentliche Rolle. Also wie wachsen Kinder auf, wie wachsen Jugendliche auf, wie wird das alles gestaltet? Die hat sehr viele theoretische Schriften auch zu Arbeit, Geschlechterverhältnisse, Sozialismusarbeit formuliert. Eher wieder in der Geschichte des deutschen Wohlfahrtsstaates bedeutsam sind aber die auch international wahrgenommenen Autorinnen wie Lilli Braun, eine zunächst mal Adlige, die dann am Schluss Sozialdemokratin, Sozialistin war und die auch sich sehr viele Gedanken über den Zusammenhang von gesellschaftlichen Ordnungen, Herrschaftsverhältnissen und Geschlechterfragen gemacht hat. Und eine katholische frauenbewegte Akteurin und Forscherin, Elisabeth Knau-Kühne, damit Sie das Spektrum auch sehen, die über die soziale Lage der Frauen die Jahrhundertwende geschrieben hat. Es gab sehr viel Forschung in dieser Zeit, auch über junge Arbeiterinnen in den Fabriken und so weiter, über die Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbedingungen in den frühen Industrien und wie da auch die Geschlechterdimension mit reinspielt. Und schließlich hier die von Ihnen schon erwähnte Alice Salomon neben Marie Baum, die deutlicher und stärker sozusagen als Pionierinnen unseres Feldes soziale Arbeit und der Ausbildung dazu hin rezipiert werden inzwischen, aber lange Zeit auch vergessen waren und nicht mehr bekannt waren. Und erst jetzt stehen eigentlich ihre Werke wieder auch einer interessierten Öffentlichkeit zur genauen Lektüre zur Verfügung. Und es lohnt sich hier auch mal ins Original reinzugucken, und nicht nur eine ganz verkürzte Rezeption zur Kenntnis zu nehmen. Jetzt springe ich in die jüngere Vergangenheit, fast schon in die Gegenwart und versuche Ihnen dadurch auch zu ermöglichen, vielleicht zu sehen, dass es da durchaus einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was die Menschen damals um 1900, also im zweite Hälfte 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre, wo ja verschiedene Gesellschaftsordnungen auch jeweils da waren, was die bewegt hat und wie das vielleicht mit heutigen Fragen und Themen auch zusammenhängt. Wir haben heute sehr interessante Beiträge und Impulse, unter anderem nicht ausschließlich natürlich auch von feministisch inspirierten Autorinnen und Denkerinnen, Forscherinnen zu Arbeitsmarktaktivierung, zu Diskursen um den demografischen Wandel. Und Sie merken, das sind Themen, mit denen beschäftigen wir uns heute, ja, zu Prozessen der Privatisierung und Familialisierung von
Arbeit, von Verantwortung, von Aufgabenstellungen, auch davon war schon die Rede, und eben aktuelle Beiträge, die immer wieder weiterentwickelt werden, von Maria Bitzan und anderen zum Beispiel, zu diesem sogenannten Verdeckungszusammenhang, der uns immer wieder abbringt von einer Spur, der uns sozusagen Verhältnisse nicht erkennen lässt. Und wir haben auf der anderen Seite Versuche, Sorge, Arbeit, gesellschaftliche Arbeit und Gerechtigkeit zusammenzudenken. Auch ganz unterschiedliche Autorinnen. Da gibt es einen internationalen Diskurs, der in Deutschland an manchen Stellen auch wahrgenommen und aufgegriffen wird. Ich hatte das Glück, erst jüngst eine Doktorarbeit zu lesen von Beatrice Müller, die gerade in Vechta arbeitet, auch in der Pflegewissenschaft ist derzeit, und die sehr gut verbunden hat eine politökonomische Analyse, eine kulturwissenschaftliche Analyse und empirische Forschung zu ambulanter Pflege, um zu zeigen, wie hier systematisch immer wieder bestimmte Arbeiten und Tätigkeiten am Menschen, zwischenleiblich, sozusagen ausgegrenzt, ausgeblendet und zugleich immer vereinnahmt und benutzt und vorausgesetzt werden. Und das kann man ohne einen geschlechtertheoretischen, aber natürlich auch einen philosophischen Background, glaube ich, nicht wirklich fassen. Wichtig erscheint mir hier vor allem, dass zusammengedacht wird Politik, Demokratie und fürsorgliche Praxis. Wichtig erscheint mir auch, das Systematische darin zu rekonstruieren, wie es bei Margret Brückner und anderen geschieht. Wichtig erscheint mir, die Konfliktdimension da drin wahrzunehmen und es nicht als eine einfache Arbeit und Aufgabe zu begreifen. Und es gibt immer wieder auch utopische Ideen und Modelle, wie etwa die von Frigga Haug, die vier in einem Perspektive, die jetzt inzwischen auch wieder erneut bekannt ist, obwohl sie schon älter ist, was nämlich bedeutet, wir Menschen alle, egal wer wir sind und woher wir kommen und wo wir jetzt leben, in welcher sozialen Situation, Lage, Position, wir hätten eigentlich das Recht oder den Anspruch, oder es ist ein Modell, eine andere gesellschaftliche Wirklichkeit zu schaffen, mit unserer Lebens- und Arbeitszeit anders umzugehen, sodass nämlich Zeit bleibt für politische und kulturelle Tätigkeit und Teilhabe, für Erwerbsarbeit, um das eigene Leben sozusagen zu finanzieren und die Existenz zu sichern, aber auch für Care-Arbeit. Egal ob im familiären Zusammenhang oder im freiwilligen Engagement. Festzuhalten bleibt an dieser Stelle für mich, dass ohne feministische Analysen die politische Brisanz des Reproduktionsbereichs und der Arbeit an der Reproduktion nicht in dieser Schärfe herausgearbeitet worden wäre. Die geschlechterhierarchische Ordnung gesellschaftlicher Arbeit hat deutliche Auswirkungen auf die Ordnung und Gestaltung des Sozialen und steht damit in einem Wechselverhältnis. Das ist sozusagen ein bestimmter Diskussionsstand in feministischen Debatten und Beiträgen. Man könnte sagen, dass hier vor allem auch Erträge darin bestehen, dass es auch eine feministische Kritik und Theorie des Sozialstaats gibt, auch in der international vergleichenden Forschung, dass Care-Work herausgearbeitet und erkennbar gemacht worden ist, als in einem geschlechterhierarchischen Verdeckungszusammenhang verwirklichte und geleistete Arbeit. Das ist ein ziemlicher Brocken, das ist mir klar. Ja, aber ich will es trotzdem mal so hinschreiben, dass wir sehr viel erfahren haben über ganz konkrete, empirische und auch ethnografisch zu erschließende Gestalten professionellen Handelns in der Situation zwischen Menschen in einer bestimmten Dynamik vor Ort. Und darauf möchte ich immer wieder auch hinweisen, dass wir auch Wissen und Wahrnehmung dafür brauchen und mit den Makroanalysen uns auch nicht einfach nur nicht auf die begrenzen und beschränken sollten. Und damit verbindet sich für mich, dass wir so etwas brauchen wie ein Offenhalten, ein Wiedererinnern der Konfliktdimension, die in Care liegt, die im Geschlechterverhältnis liegt, die sozusagen im gesellschaftlichen Zusammenleben eine Rolle spielt. Perspektiven, die sich daraus ergeben, auch für unser heutiges Projekt kritischer sozialer Arbeit, sind zum Beispiel, und da werden wir sicher noch viel hören mit den anderen Themen der Tage jetzt hier, dass wir Menschenrecht und Bürgerrecht systematisch aufeinander beziehen, dass wir Bedürftigkeit von Menschen, Verletzlichkeit und ihren Subjektstatus, ihre Handlungsfähigkeit systematisch zusammenbringen, dass wir Geschlecht als bedeutsam, aber auch wieder relativ wahrnehmen können, natürlich nur ein wichtiger Faktor und ein wichtiges Element in einer Vielzahl von
Ungleichheitsbedingungen und Verhältnissen, Differenzordnungen, kulturell bedeutsamen, symbolischen Ordnungen. Und mein Plädoyer ist an dieser Stelle immer, die Geschichte der sozialen Fragen, der Konflikte und Kämpfe im Blick zu behalten, um sozusagen unseren Blick auch immer wieder aufzumachen und differenziert und komplex genug werden zu lassen, weil die Dynamik im Sinne der Handlungsfähigkeit immer wieder dazu führt, dass wir unseren Blick konzentrieren, fokussieren und andere Dinge dann auch ausblenden müssen vielleicht. Gut, ich komme jetzt, wie viel Zeit habe ich noch? Ach gut, das könnte ich schaffen. Ich komme jetzt auf diesen, also es war mein längster Teil. Manchmal verliere ich das Gefühl für die Zeit, Entschuldigung. Also der zweite Teil, vielleicht haben Sie vor allem darauf gewartet, aber ich konnte Ihnen den ersten nicht ersparen und ich wollte Ihnen den ersten nicht ersparen. Bei aller Kürze sah ich so ein paar Forstritt durch eine Landschaft, die damit nicht wirklich zu fassen ist, aber ich will Sie wenigstens ein bisschen aufstacheln, anstacheln, neugierig machen, sich vielleicht doch diesen Beiträgen auch zuzuwenden und sich dafür zu interessieren. Mein zweiter Schritt ist also die Frage soziale Arbeit und die Kunst des Regierens. Weiß ich gar nicht, kann man das noch lesen? Das mal setze ich jetzt noch mal ein bisschen neu an und bring einfach so ein paar prinzipielle Gedanken zu Gehör, die wir brauchen können, wenn wir darüber nachdenken wollen. Also das ist klar, das wissen wir alle und es versteht sich fast wie von selbst. Soziale Arbeit bezieht sich auf soziale Fragen. Sie haben vorher ja auch das Thema soziale Probleme angesprochen, als eine Konstruktion, was wird von wem eigentlich als Problem definiert und verstanden und dann auch zur Bearbeitung angetragen. Ich bleibe bei diesem Begriff soziale Fragen ganz bewusst, obwohl ich mir der anderen Thematik natürlich auch bewusst bin. Denn mir geht es darum, dass immer wieder zeitgenössisch in ganz bestimmten Momenten einer gesellschaftlichen Entwicklung und Auseinandersetzung so etwas wie eine Frage entsteht oder etwas entsteht, was als soziale Frage formuliert wird. Und der Begriff gefällt mir an der Stelle besser, auch wenn er historisch schon besetzt und belegt ist im 19. Jahrhundert und immer wieder neu versucht wird zu erinnern, weil er dieses Offenere des Fragens stärker mitführt, als wenn ich von einem sozialen Problem, das in einer bestimmten Zeit wahrgenommen und definiert wird, spreche. Also eine soziale Frage meint hier nicht einfach nur ein ganz bestimmtes einzelnes Problem, eine Not, einen Hilfebedarf, der zum Handeln herausfordert, sondern verweist immer auch auf die gesellschafts- und sozialpolitische Dimension. Wie gesagt, Notlagenhilfebedarfe können in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen, aber häufig geht es auch um Ungleichheit, Ungleichheitsverhältnisse, Fragen der Ausbeutung, ist etwas gerecht oder ungerecht, muss etwas gesellschaftlich anders gelöst werden oder nicht. Und die Anfänge sozialpädagogischen Denkens und sozialer Arbeit haben immer auch mit diesen größeren Fragen zu tun. Und das haben wir zeitweise immer wieder vergessen. Also wir haben uns sozusagen eng führen lassen auf diese Notlagen und Hilfebedarfe, anstatt die Frage nach dem Sozialen in einem gesellschaftspolitischen Sinn immer wieder aufzumachen. Aber da liegt eine Möglichkeit und die nutzen wir ja auch derzeit wieder. Wenn ich jetzt in Richtung gehe, soziale Arbeit als Regierung, und Sie haben das ja auf eine andere Weise gefasst und formuliert vorher, das heißt, es gibt Menschen, die uns beauftragen, es gibt Mächte und Interessen, die sozusagen vorgeben, was wie zu bearbeiten und zu behandeln ist, könnte ich das auch sozusagen nochmal anders sehen, nämlich aus der Gesellschaft heraus entstehen immer wieder Kräfte, Gruppen, Akteurskonstellationen, Interessensgemeinschaften, die versuchen das auch von unten oder von der Seite her anzusprechen, um was es eigentlich gerade geht. Und das erleben wir ja derzeit auch, was ich sehr hoffnungsvoll finde, muss ich sagen. Und ich brauche auch diesen Blick, denn sonst halte ich das ja schon gar nicht mehr für möglich. Ja, also wenn ich nur den Makroblick und den Blick sozusagen auf die Verhältnisse, wie sie uns bestimmen und beengen, entwickle und kultiviere und nicht auch den Blick auf die Gegenbewegungen, Gegenströmungen, anderen Stimmen, dann habe ich ein Problem mit meiner politischen Handlungsfähigkeit. Das ist mir ein ganz großes Anliegen an der Stelle. Und dann komme ich aber, und hier bin ich natürlich, wie Sie merken, wenn es um Gouvernementalität und Regieren und Menschenführung geht, auch inspiriert von bestimmten Denkern, Denkerinnen, wie zum Beispiel Michel Foucault und anderen, habe natürlich auch mit Fabian Kessel über Jahre sehr viel zusammengearbeitet. Wir haben auch da eine Gemeinsamkeit, dass ich mich schon auch fragen muss, wie ist das eigentlich viel subtiler noch? Was passiert hier eigentlich alles?
auch zwischen den Zeilen. Und obwohl wir jetzt zum Beispiel ein tolles politisches Bewusstsein haben und eine ganz tolle Position der Kritik, wir handeln, egal ob in Hochschule, Wissenschaft oder in der konkreten Praxis vor Ort, im Feld sozialer Arbeit, und wir beteiligen uns an einer Praxis der Menschenführung in der sozialen Arbeit, in der Bildungsarbeit. Was heißt es eigentlich für unser Projekt der Kritik? Das hat mich lange Jahre sehr umgetrieben. Ich habe so ein paar Lösungen für mich gefunden, in Anführungszeichen, also versuche damit auch einen produktiven, kritisch, selbstkritischen, konstruktiven Umgang zu finden. Aber zunächst mal nochmal diese Figur der Menschenführung, um das nachvollziehbar zu machen. Also wir können sagen, dass wir als soziale Fragen eben nicht nur, wenn wir uns auf Notlagen und Hilfebedarfe beziehen, sondern auch in der Lebensbegleitung, in der Begleitung von Übergängen, in der Frage der Gesundheitsförderung und Bildung, immer auch auf Praktiken der Lebensführung beziehen, die entweder als unangemessen oder angemessen erscheinen, ja, vor einem bestimmten definierten Hintergrund. Auch da können wir natürlich andere Lesarten und andere Definitionen versuchen zu entwickeln und einer vorherrschenden ideologischen Lesart, die sich gegen die Menschen richtet, im Sinne von verantwortlich machen für ihre Lage. Ja, das haben Sie vorher als Problem angesprochen, dass wir da versuchen, sozusagen was anderes freizulegen. Aber in der Analyse, die sich aus den Foucault'schen Beiträgen und den Studien zur Gouvernementalität sozialer Arbeit herleitet, wird immer wieder auch stark der Akzent gesetzt, dass wir hier in der sozialen Arbeit nicht zuletzt an dieser Pastoralmacht beteiligt sind und sie auch verwirklichen und gestalten, nämlich auch die Seele der Menschen, die Psyche der Menschen, den Leib der Menschen anzusprechen, zu adressieren und einzubeziehen, wenn es um die Frage einer angemessenen, wünschenswerten, geforderten Lebensführung geht. Also das ist so ein bisschen der Background hier. Und insofern wird natürlich soziale Arbeit als Teil des Regierungsgeschehens, der Regierungstechnologien auch begriffen, denn sie übernimmt im gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang bestimmte Aufgaben, auch in den scheinbar harmloseren Gebieten von Bildung und Ausbildung, wo auch über Lebenschancen über Einsicht und die Entwicklung von Arbeitstugenden, Beschäftigungsfähigkeit war schon das Stichwort, Ausbildungsfähigkeit, Schulfähigkeit gar, soll den Menschen beigebracht werden, unter anderem mit unserer Hilfe. Auch über Beratung, das scheint ja auch so harmlos zu sein und man scheint ja da sozusagen einen etwas größeren Freiraum vorzufinden. Unsere Studierenden in Marburg sind überwiegend sehr, sehr interessiert daran, sich in diesem Bereich weiterzubilden und auszubilden, weil sie die Hoffnung haben, dass sie von Mensch zu Mensch nochmal ganz anders was bewegen und bewirken können und mit weniger Zwangselementen unterwegs sein müssen. Wenn ich mit Foucault und Pastoralmacht denke, kann ich auch in diesem Zusammenhang natürlich sagen, auch hier werden bestimmte Vorstellungen, Praktiken, Verfahren zur Anwendung gebracht, die Ideen einer angemessenen Problembearbeitung transportieren. Ja, also auch hier bin ich sozusagen nicht frei von dieser Frage der Regierung. Und auch davon war schon die Rede, Hilfe ist teilweise manchmal auch sehr stark an erwünschtes und gefordertes Wohlverhalten geknüpft. Also das ist ein Zusammenhang, der hat mich über Jahre sehr beschäftigt, sehr umgetrieben. Und mit meinem ganzen feministischen Praxis-Background auch musste ich mich da ganz schön konfrontieren, was das eigentlich bedeutet, auch für Versuche einer kritischen Praxis. Was ich dann aber auch wieder drehen konnte in Richtung politisches Denken und politische Handlungsfähigkeit und Impulse für das Projekt der Kritik, und das möchte ich Ihnen noch so ein bisschen vorführen. Was ermöglichen uns die machtanalytischen Einsichten, die wir mit Foucault und vielen anderen gewinnen können? Wir können die soziale Arbeit als Machtgeschehen begreifen. Und das ist sozusagen für mich dieses Scharnier oder dieses Vermittlungsmoment zwischen der Frage der großen radikalen Kritik und der Frage, wie handeln wir vor Ort in der konkreten einzelnen Situation. Ja? Wenn ich soziale Arbeit als Machtgeschehen begreife und als Praktiken, die an Leib und Seele der Menschen ansetzen, als Praktiken, die vor dem Hintergrund bestimmter Dispositive zu sehen sind. Also die Übersetzung hier ist grob, was in einer bestimmten Zeit gedacht und gesagt und getan werden kann,
ist auch ein Begriff von Foucault, der auch immer wieder weitergedacht und weiter aufgegriffen wird, dann und auch sehe, dass diese Praktiken machtvolle Effekte für alle Beteiligten haben, nicht nur für unsere Adressatinnen, sondern auch für uns als Fachkräfte, sozusagen auf beiden Seiten des Verhältnisses, dann ergeben sich daraus aber auch Möglichkeiten, in diesem Machtgeschehen Umkehrungen vorzunehmen, offene Stellen zu entdecken und sozusagen andere Arten von Einsatz, Einhakpunkten zu finden und zu nutzen. Mit dem Foucault'schen Denken lässt sich eben einerseits sagen, dass Macht und Widerstand immer Teil desselben Gesamtgeschehens und Komplexes sind, aber daraus ergibt sich eben auch, dass es immer wieder lokale Kämpfe, lokale Momente gibt, situative Momente, in denen etwas anderes geschieht. Und das ist für mich zumindest auch so ein öffnendes, hoffnungsvolles Moment, in dem ich wieder zum Handeln komme, in dem ich Handlungsfähigkeit entwickeln kann, in dem ich meine Aufgabe auf eine neue Weise bestimmen kann. Ich habe viel gelernt von einer ehemaligen Studentin in Tübingen, wo ich lange Jahre gearbeitet habe. Die hat versucht, Anke Venta heißt sie, Antirassismusarbeit und Antirassismus-Trainings mit Hilfe von Foucault kritisch zu durchdenken und gegenzulesen und dann aber daraus ein Selbstverständnis für soziale Arbeit zu entwickeln. Und da kann ich auch nur empfehlen, das lohnt sich auch mal genauer hinzugucken und vor allem Studien sich anzugucken, die sehr konkret auch sich verwickeln lassen in die Praxis vor Ort und versuchen da die öffnenden und die umkehrenden und die anderen Momente zu rekonstruieren. Heute, und das ist im Anschluss eigentlich an Ihre Rede vorher, was mich als Forscherin zu sozialen Bewegungen und kritischen Praxen auch sehr beschäftigt hat, nicht nur so zu sozialer Arbeit, sondern auch zu politischen Positionen und Bewegungen der Kritik, können wir ja auch analysieren, dass eine Gefahr der Instrumentalisierung von Errungenschaften, Projekten und Praxen aus dem Kontext sozialer Bewegungen zu verzeichnen ist. Ja? In der sozialen Arbeit, aber auch im Organisationalen, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Flache Hierarchien, quasi die, zumindest die Idee des Ahierarchischen, Netzwerke, Vernetzung, Selbstorganisation, bestimmte Formen der Partizipation, des Ermöglichens von Teilhabe, Beteiligung, wie auch immer, ist etwas, was ja eigentlich aus einem ganz anderen Kontext stammt und was jetzt eigentlich zum Teil des neuen Geschäfts des Regierens wird, im Zusammenhang mit aktivierendem Sozialstaat, aktivierender Jugendhilfe und so weiter, bis hin zur Arbeit mit älteren und alten Menschen in dieser Gesellschaft. Damit haben wir uns sehr viel beschäftigt. Zugleich können wir wahrnehmen und auch natürlich im internationalen Maßstab, den Sie hier ja auch thematisieren, die große, sich auch immer wieder zuspitzende Thematik der Prekarität von Lebenslagen und auch Arbeitsverhältnissen. Also es gibt keine sogenannte Normalbiografie einer arbeitenden Person in ihrem Lebensverlauf mehr, ja, tendenziell. Dass es die für viele Menschen noch nie gab, ist eine ganz andere Sache, ja, aber dass es die sozusagen heute unter den heutigen Beschäftigungsbedingungen und internationalen Wirtschaftsverhältnissen kaum noch geben kann, ja, so eine Aussicht, wie könnte mein Leben verlaufen, beruflich, biografisch. Das ist eben auch ein Teil davon und auch die häufig angemerkte, beklagte, rekonstruierte Frage, wo ist eigentlich das Soziale abgeblieben, welchen Ort hat es inzwischen, wie stellt es sich dar und wie steht es eigentlich mit der Solidarität der Menschen untereinander, mit den ihnen Bekannten, mit den ihnen Unbekannten, mit den Nahen und mit den Fernen. Ja, also diese große Frage, welche Möglichkeit haben wir heute eigentlich vor diesem Hintergrund Solidarität zu empfinden, zu wollen, zu praktizieren? Da wäre auch das Thema, was Sie angesprochen haben, ein wahnsinnig interessantes Feld, um diese Frage zu diskutieren. Ich würde sagen, daraus ergibt sich einiges für uns an Notwendigkeiten für ein kritisches und vor allem auch selbstkritisches Selbstverständnis. Und wir müssen tatsächlich immer wieder sehr genau hinschauen, genau wissen und noch genauer wissen, was wir tun, unter welchen Bedingungen und mit welchen Effekten, die sich manchmal gegen unsere eigene Absicht auch zeigen. Wir brauchen in diesem Zusammenhang sowohl ein Verständnis von den historisch sich entwickelt habenden als auch von den aktuellen
Anliegen und Aufgaben sozialer Arbeit. Und dazu brauchen wir natürlich auch organisierte Formen, Organisationen, die das ermöglichen, die auch so Kollektivität rahmen und ermöglichen und kreieren in der sozialen Arbeit, wie die Berufsorganisationen, wie die internationalen Vereinigungen, und können aber da auch versuchen, in diesem Kontext das kritisch-konstruktive Potenzial, das soziale Arbeit seit ihrer Entstehung auch immer ein Stück mitführt und hat und immer wieder artikuliert hat. Sie haben das auch formuliert, eher auf die jüngere Vergangenheit bezogen, rekonstruieren und aufs Neue versuchen zu gestalten. Meines Erachtens braucht es dafür aber eine ganz bestimmte Qualität, und die ist nicht immer vorzufinden, vielleicht auch schwer zu finden und zu realisieren, aber die lohnt sich. Also sich um die zu bemühen, lohnt sich meines Erachtens, nämlich offen zu bleiben und bereit zu sein für die selbstkritische Überprüfung des eigenen Handelns, des eigenen Denkens und der eigenen Fallen im Denken und Handeln. Dann, meine ich, bleibt das Ganze ein offenerer Prozess, gewinnt wieder Beweglichkeit und ein Stück weit damit auch mehr politische Kraft und Handlungsfähigkeit. Und Anschlussfähigkeit, wenn ich mit anderen darüber kommunizieren möchte und muss, um was es gehen soll, wie wir was anpacken wollen und was wir damit eigentlich erreichen wollen. Ich komme von dieser ganzen Auseinandersetzung auf etwas, was ich auch Ihnen mitbringen wollte heute. Das ist auch eine Figur oder ein Sprechen, das wir in den letzten Jahren entwickelt haben, in verschiedenen Gruppen, Kreisen von Kolleginnen und Kollegen, und wo wir versucht haben, eigentlich sowas zu formulieren wie soziale Arbeit als Grenzbearbeitung. Was das damit auf sich hat, ist nicht so schnell gesagt und nicht so leicht zu greifen und zu fassen. Aber wir haben versucht zu sagen, wenn Sie sich nochmal erinnern, wenn wir offen bleiben wollen und bereit bleiben wollen zur kritischen, selbstkritischen Überprüfung, müssen wir sozusagen, das hat sich inzwischen ja schon angedeutet, die eigenen Funktionen, Aufgaben und Machtwirkungen anschauen und kritisch sozusagen auch reflektieren und auch hinterfragen. Und zum anderen müssen wir aber auch die Möglichkeiten, die da drin liegen, im ein und demselben Prozess freilegen, rekonstruieren, aufgreifen und nutzen. Und in diesem Zusammenhang kam es zu der Denkfigur der Grenzbearbeitung, und das will ich Ihnen kurz erläutern. Auch hier nochmal so ein paar Erinnerungen an Basics, die wir alle kennen. Also wir kennen die Frage nach den Mandaten sozialer Arbeit, und es gibt ja viele Versuche, das zu beschreiben, bis hin zur Menschenrechtsprofession oder zum Ethikcode der Internationalen Vereinigung der Sozialarbeitenden, wo man sagt, wir haben auch ein eigenes Mandat, das sich an der Qualität der Arbeit, an der Fachlichkeit, an der Verantwortlichkeit ausrichtet und orientiert an Fragen von Gerechtigkeit, von Menschenwürde, Menschenrecht. Ja? Das ist sozusagen ein Versuch der Neubestimmung oder der Besetzung dieses Mandats. Und zugleich wurde uns ja vorher auch nochmal in Erinnerung gerufen, dass wir sehr häufig beauftragt sind, auch mit Aufgaben und Arbeitsweisen, die vielleicht sogar gegen dieses fachliche Selbstverständnis und die Ansprüche, diese hehren Ideale auch durchaus deutlich oder weniger deutlich verstoßen. Ja, das ist sozusagen eine Situation. Und dann haben wir noch, und das wird inzwischen von vielen Kollegen ganz, ganz stark gemacht und vielleicht auch von Ihnen hier, die Frage, wer sind eigentlich die Gegenüber unserer Arbeit? Mit welchen Menschen, in welchen Situationen haben wir es eigentlich zu tun? Die Adressatinnen, haben die eigentlich auch eine Stimme? Was sagen die eigentlich zu der ganzen Geschichte? Gibt es da eine Möglichkeit der Auseinandersetzung, der Kommunikation und des gemeinsamen Erarbeitens von Aufträgen, von Handlungsperspektiven? Wir hatten am Freitag einen Fachtag zum Übergang zwischen Kinderjugendhilfe und Kinderjugendpsychiatrie, zu diesem schwierigen Schnittfeld und Spannungsfeld. Und die Kollegen, Kolleginnen, die anwesend waren, unter anderem Wolfgang Schröer, Silke Garleitner, Petra Bauer, mit denen haben wir da auch drüber gesprochen. Gibt es eigentlich wirklich bei uns nicht viel mehr Möglichkeiten, als wir denken, sowohl im praktischen Handeln sozialer Arbeit als auch in Forschungshandeln, die Menschen, um die es geht und um deren Lebenssituationen es geht und um deren Bedürfnisse aktiv einzubeziehen, ja, da sozusagen was anderes zu praktizieren. Auch das wurde früher schon versucht, auch dafür gibt es eine lange Geschichte, eine Tradition, aber das muss aufs Neue heute auch wieder angegangen und gedacht werden.
Wir haben aber, deswegen können wir eben nicht einfach nur uns selber einen Auftrag geben und uns was vornehmen und es dann genauso umsetzen, immer auch mit Kontexten, Rahmungen, Verhältnissen zu tun, die sich mit Marx gesprochen auch hinter unserem Rücken sozusagen um- und durchsetzen. Ja, Sie haben ja Marx auch zitiert auf Ihre Einladung. Und das ist natürlich für mich auch ein wichtiger Bezugspunkt als gesellschaftskritische Möglichkeit und herrschaftskritische Möglichkeit und um die Bedeutung der Verhältnisse und des Ökonomischen besser zu begreifen. Das heißt, und hier springe ich sozusagen wieder zu Foucault ein Stück weit zurück, wir haben, wenn wir an Gesellschaft denken, natürlich sehr viel mit Bestehendem, was sehr machtvoll wirkt, zu tun. Wir haben aber auch mit Gesellschaft zu tun als einem ermöglichenden Raum. Wir haben mit Institutionen nicht nur als Rahmen und Begrenzung zu tun, sondern auch mit Institutionen als ermöglichendem, strukturierendem und ein Feld rahmenden Raum. Und zuletzt haben wir auch mit Begrenzungen und Begrenztheit in den Lebenssituationen, aber auch bei den Personen unserer Adressatinnen zu tun, die sich aus ihrer gesellschaftlichen Situation ergeben, die sich aus ihrer Herkunftsgeschichte ergeben und aus ihren nicht vorhandenen oder vorhandenen Möglichkeiten. Auf was ich hier vor allem raus will, ist auf das manchmal nicht so einfach zu sortierende und auseinanderzunehmende Wechselverhältnis von Ermöglichung und Begrenzung, von Begrenzung als Ermöglichung, das wäre vielleicht was für die Diskussion. Wir haben jedenfalls vor diesem Hintergrund überlegt, ob wir uns nicht selber mit dieser Figur der Grenzbearbeitung weitere Perspektiven verschaffen können und ermöglichen können, und zwar sowohl als eine Analyseperspektive, die begreift, die ermöglicht, Verhältnisse besser zu begreifen und zu verstehen und zu durchdringen, als auch eine Praxisperspektive, die unsere eigene Aufgabe und Rolle und unser eigenes Handeln irgendwie fassbar und beschreibbar macht. Und das ist hier auf dieser Folie nochmal kurz zusammengefasst. Wir haben da auch mehr dazu geschrieben, müssen aber eigentlich noch viel mehr schreiben, weil wir das Gefühl haben, da muss man immer noch mehr drüber nachdenken und muss es noch präziser machen und auf unterschiedliche Situationen und Kontexte konkret beziehen, sonst bleibt es sehr abstrakt. Aber wir können davon ausgehen, und da sind viele Bereiche, Praxisfelder eigentlich ein Beispiel dafür, dass soziale Arbeit sich immer auch an dem Geschäft der Grenzziehungen in der Gesellschaft beteiligt, dass sie Teil von Grenzregimes ist und daran aktiv mitwirkt, also Einschlüsse, Ausschlüsse, Unterscheidungen, Kategorisierungen, Stigmatisierungen, alles, was sozusagen mit einer bestimmten Art der Eingrenzung oder Begrenzung oder Unterscheidung zu tun hat, dass aber zugleich auch eine lange Tradition besteht und gegenwärtig auch ein großer Impuls da ist, diese Grenzen in Frage zu stellen und radikal auch auseinanderzunehmen. Wenn Sie an die aktuellen Kontroversen um wer darf wie, über wen oder was sprechen denken, dann ist es eigentlich ein Versuch, auch so eine kritische Umgangsweise zu entwickeln mit diesen Kategorien, Kategorisierungen, Grenzziehungen auch im Bereich der Sprache. Man könnte sagen, und dafür gibt es auch viele interessante und vielleicht sogar gute oder möglichst gute Beispiele in der Geschichte sozialer Arbeit, dass Akteure und Instanzen, Gruppen in der sozialen Arbeit immer wieder auch an der Relativierung von Grenzen arbeiten, diese Grenzen verschieben und manchmal auch vielleicht sogar überschreiten, in einem Versuch, etwas anderes möglich zu machen. Das ist sozusagen die aktuelle, von uns noch so immer weiter bearbeitete Idee, wie wir uns selbst verstehen können, zu einem sowohl Selbstverständnis als Akteurin, Akteur zu kommen, als auch Selbstverständnis als Professionsgruppe und in einem bestimmten Feld gesellschaftlicher Bearbeitung von Themen und Fragen. Die Foucault'sche Inspiration da drin, jetzt muss ich noch 10, danke, die liegt darin, dass er mich und andere immer wieder ermutigt, forschen, um nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor. Ja? Nachdenken, um nicht mehr dasselbe zu denken wie zuvor. Also sozusagen in diesem Prozess zu bleiben, immer in diesem Fragenden, Suchenden zu bleiben und nicht in so eine Hermetik und Schließung reinzugehen, die mit manchen Positionen und Analysen sich durchaus auch immer mal wieder leicht verbindet.
immer wieder die Fragen von unerwarteten Blickwinkeln her aufzuwerfen, ist eine Qualität, die ich in seinen Texten und seinem Denken gefunden habe, natürlich nicht nur bei ihm, sondern auch bei vielen anderen Denkern und Denkerinnen. Und das ist für die soziale Arbeit extrem bedeutsam, das Interesse an mikrophysischen Machtbeziehungen. Also wieder dieses bis in die einzelne konkrete Situation, an das zwischenleibliche Geschehen. Was passiert hier mit Sprache, ohne Sprache, im Handeln, im Behandeln von Menschen und von Situationen? Abschließend komme ich auf meinen Versuch, das Theorie-Praxis-Verhältnis zu denken im Kontext eines Projektes kritischer sozialer Arbeit. Und ich möchte hier auch Referenz erweisen und würdigen, was Sie eigentlich für eine Geschichte der Kritik bereits haben. Und die ist natürlich in unterschiedlichen Epochen, Etappen der historisch-gesellschaftlichen Entwicklung immer wieder neu entstanden, neu angegangen worden, hat sich neu ausgeprägt. Das heißt, wir können nicht einfach nur bruchlos oder eins zu eins etwas übernehmen oder anknüpfen, aber wir können das Ganze eigentlich als ein reiches Potenzial, als ein Archiv der Auseinandersetzung, der Konflikte, der Kritik begreifen und uns dieses Rohstoffes der Erfahrung, möchte ich sagen, in Anlehnung an die beiden eingangs zitierten Filmemacher, vielleicht ein Stück weit auch bedienen. Also was haben wir alles im Verlauf der Geschichte der Kritik in der sozialen Arbeit schon getan und geleistet? Und da haben Sie jetzt ja ein paar Beispiele auch schon wieder gehört im Rahmen dieses Vortrags, im Rahmen des Eingangsvortrags und werden sicher noch viel hören in den nächsten Tagen. Es wurde geleistet, die Kritik als Selbstkritik an der gesellschaftlichen Funktion sozialer Arbeit und an den Wirkungen auf die Menschen der sozialen Arbeit. Es wurde geleistet, Kritik der Theorie sozialer Arbeit, Kritik in der Theorie und mittels der Theorie, Kritik der Praxis, Kritik in der Praxis und mit Hilfe der Praxis. Akteurinnen sozialer Arbeit sind zu Akteurinnen der Kritik geworden, immer wieder aufs Neue. Und es hat sich immer wieder auch artikuliert eine Kritik der Totalisierung, der Schließung, auch innerhalb des Projektes der Kritik. Davon bin ich ausgegangen mit meinem Vortrag, vielleicht erinnern Sie sich, dass mich das auch mit einem Unbehagen versehen hat und ich deswegen bestimmte Wege des kritischen Nachdenkens eher beschritten habe als andere. Das sind auch Entscheidungen, die man mehr oder weniger bewusst trifft, ja, die aber was mit Erfahrungen und Praxis zu tun haben. Immer wieder, auch in der Geschichte der Kritik im Kontext oder über soziale Arbeit gesucht worden sind, öffnende Lesarten. Wie kann ich mir Handeln vorstellen? Wie kann ich Handlungsfähigkeit wiedergewinnen? Neben und angesichts meiner radikalen, scharfen Kritik eines Gesamtzusammenhangs. Wie kann ich dieses Anliegen, eine möglichst gute Praxis vor Ort, jetzt unter den Bedingungen gegenwärtiger Verhältnisse zu realisieren? Wie ist das denkbar? Ja? Und da komme ich sozusagen jetzt zur Zuspitzung meines eigenen Kritikverständnisses. Es gibt, wie Sie wissen, auch viele Menschen, die über die Frage der Kritik nachdenken und nachgedacht haben. Die Tradition der kritischen Theorie bis hin zu Michel Foucault und Judith Butler und vielleicht jede und jeder, die jetzt hier im Raum sitzen, auch. Was bedeutet für mich eigentlich Kritik? Ja, wie zeigt sich Kritik? Wie lebe ich Kritik? Wie praktiziere ich Kritik? Und man könnte sagen, mit Foucault und anderen, Kritik ist eine Haltung. Ist aber auch keine Haltung, die man ein für alle Mal hat, ist vielleicht auch ein Begehren, so möchte ich das manchmal auch nennen, eine Lust und eine Leidenschaft, sich Klarheit zu verschaffen, etwas zu verstehen, etwas zu begreifen, etwas in Frage stellen zu können. Ja? Ist sozusagen etwas, was mit einer Perspektive zu tun hat, mit einem Horizont. So wie es ist, soll es nicht sein, soll es nicht bleiben. Etwas anderes soll möglich werden. Zugleich immer eine soziale Praxis in bestimmten Situationen und Kontexten. Auch eine riskante Praxis, die ihre eigenen Denkmöglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten auch immer wieder selbst riskiert, weil sie sich selbstkritisch prüft. Kein leichtes Geschäft, kein leichtes Unterfangen, zugleich aber etwas, was durchaus mit viel Energie, Kraft, Lust, Leidenschaft und in sozialen Bezügen verwirklicht werden kann. Ja? Also Sie merken, es hat ganz viele Facetten.
Und für mich, und da bin ich nicht zuletzt Feministin an dieser Stelle, aber ich denke, jede herrschaftskritische Position würde das teilen, ist Kritik auch eine nicht privilegierte Erkenntnisposition. Das heißt, ich weiß es nicht immer schon und besser als alle anderen. Das ist ganz schön herausfordernd, das ist schwierig. Aber ich würde darauf bestehen. Zumindest muss ich mich immer wieder daraufhin befragen und hinterfragen lassen. Deswegen eine Bewegung, Kritik als Bewegung, die sich immer wieder neu ausrichten muss. Und das habe ich nicht zuletzt gelernt mit den Erkenntnissen und Analysen der Gouvernementalität der Gegenwart, als nämlich alte Ideen von Kritik, alt in Anführungszeichen, sehr radikal befragt worden sind auf ihre Instrumentalisierbarkeit für aktuelle Regierungsweisen. Und dann muss ich mein Projekt der Kritik neu bestimmen, neu ausrichten, überdenken und muss es wieder neu definieren und formulieren. Für mich war hilfreich auf dem Weg, immer wieder mit Denkfiguren zu arbeiten, die mir ermöglicht haben, etwas systematisch zu fassen, zu beschreiben und gleichzeitig mich beweglich gehalten haben, die elastisch genug waren, um Verhältnisse und Erfahrungen in diesen Verhältnissen mit Kritik an diesen Verhältnissen immer wieder aufs Neue zu beschreiben, zu kennzeichnen, zu überschreiten. Dazu habe ich in einer bestimmten Linie auf Möglichkeiten der kritischen Theorie zurückgegriffen, auch da auf unter anderem feministische Denkerinnen wie Sheila bin Habib, die versucht hat, das Kräftefeld, oder vielmehr, das kommt eigentlich eher von mir, aber die versucht hat, die Verhältnisse zwischen Kritik, Norm und Utopie als einen Zusammenhang zu beschreiben und nicht zu sagen, Kritik ist das ganz andere der Norm, zum Beispiel, ja? Oder Utopie ist das ganz andere der Norm, sondern die das in Zusammenhang gepackt hat. Und ich habe mit meiner Auseinandersetzung mit sozialen Bewegungen versucht und mit Foucault im Background in der Verknüpfung das Machtgeschehen da drin, die Kräfteverhältnisse da drin, die Kräftefelder, die hier wirksam werden, zu beschreiben. Ein anderes, das habe ich vorher schon angedeutet, als ich gesagt habe, wir haben da eigentlich ein Archiv der Kritik. Wir können uns erinnern an eine Geschichte der Kritik, die wir nutzen können, auch wenn wir nicht bruchlos daran anschließen, ist die Denkfigur, ein Gedächtnis der Konflikte sich vorzustellen, der gesellschaftlichen Fragen und Auseinandersetzungen um Ungleichheit, um Gerechtigkeit, um Solidarität, um Herrschaft, ja, um Unterwerfung und daraus immer wieder zu schöpfen. Und das Dritte, was ich vorher nur angedeutet habe, war die Idee, mit all diesen Grenzen, die sich da zeigen, mit Grenzziehungen, Grenzlinien, Begrenztheiten, einen aktiven, politisch handelnden, kritisch denkenden Umgang zu entwickeln als Bearbeitung von Grenzen. Ich komme zurück zu meinem Ausgangspunkt und komme dann auch damit quasi langsam zum Schluss. Es lohnt sich meines Erachtens, der Spur des Unbehagens zu folgen, immer dahin zu gucken und dahin zu spüren und das dann auch genau in den Blick zu nehmen, was wieder schwierig wird, was wieder eng wird, wo es sehr widersprüchlich ist, obwohl wir den Widersprüchen nicht entrinnen können. Ja, aber wo wir sozusagen denken, das kann es nicht sein, da müssen wir noch was anderes entdecken und entwickeln und das ernst zu nehmen und sich sozusagen dieser Aufgabe nicht zu entziehen. Das ist praktisch der Versuch, diese beiden letzten Punkte auch nochmal in den Zusammenhang zu stellen. Nämlich zum einen geht es mir hier nicht darum, eine heroische Tradition der Kritik zu feiern und auch die gegenwärtige Praxis der Kritik wieder neu zum Mythos zu machen. Ja, da komme ich auch aus einem bestimmten feministisch-kritischen Background, obwohl es dort natürlich genauso stattfindet, eine Mythen- und Legendenbildung und eine Heroisierung. Aber vor allem möchte ich gegen vorschnelle Beurteilungen und Urteile ein Stück weit andenken können, gegen eine allzu flach gewordene Erinnerung an Entwicklungslinien und an Versuche, in vergangenen Etappen der Entwicklung eine andere Praxis, eine andere Politik, ein anderes Denken des Sozialen zu realisieren und gegen eine diesbezüglich zum Teil auch falsche Geschichtsschreibung. Das interessiert Sie jetzt hier heute vielleicht weniger und am wenigsten. Aber ich denke, wenn wir uns heute auf die Entwicklung unseres Fachgebietes, des Nachdenkens dazu beziehen und auch auf manche Figuren Bezug nehmen, dabei kritisch oder interessiert,
beides vielleicht, dann ist es ganz wichtig, uns nicht vorschnell mit einer bestimmten relativ oberflächlichen Geschichtsdarstellung zufrieden zu geben. Das heißt, Erinnerungsarbeit können wir uns nicht ganz ersparen. Es lohnt sich, bestimmte Spuren wahrzunehmen, zu lesen, aufzugreifen und in ihrer Bedeutung zu erkennen und damit auch unsere eigene Geschichte immer wieder in Bewegung zu bringen. Also soweit bin ich jetzt eben auch interessiert an Geschichte als politischem, kritischem Projekt. Der Ausblick wäre für mich, dass wir den Blick auf konkrete Praxis sozialarbeiterischen Handelns, politischen Handelns, kritischen Handelns eben immer auch verbinden können mit dem Blick auf das konkret gelebte Leben. Und das bezieht sich nicht nur auf unsere Adressatinnen, Adressaten in der sozialen Arbeit, sondern auch auf uns selbst als Akteure, auf die eigenen Erfahrungszusammenhänge und Praktiken. Auch das Uneingelöste in diesem Leben, da hat meines Erachtens auch Hans Thiersch immer wieder mit seiner Alltagstheorie und Alltagsorientierung vor der Lebensweltorientierung darauf hingewiesen, das Uneingelöste in diesem Leben ist immer wieder spürbar für alle Beteiligten, für alle Akteure. Und man könnte auch sagen, da steckt so was versteckt, verdeckt Utopisches drin, was uns auch nochmal was anderes mit an die Hand geben kann, an Fantasie, an Energie, an einem Impuls, auch bestimmte Verhältnisse zu überschreiten. Zunächst mal zu hinterfragen, aber dann auch zu überschreiten. Diese sind für mich ganz bedeutsame Bezugspunkte einer kritischen sozialen Arbeit und deswegen kann ich hier Theorie, Praxis nie wirklich voneinander trennen, sondern spielt es ineinander, hat immer was mit gelebtem Leben auch zu tun. Mit den Versuchen, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, mich der Sache anzunähern und sie zu kennzeichnen, zu beschreiben, auch mit dem Potenzial, das ich versucht habe anzusprechen, ging es mir darum, möglichst vielschichtig eine Möglichkeit oder ein Analyseinstrumentarium auch zu entwickeln, mit dem ich der genauso vielschichtigen Wirklichkeit mit ihren mehrdeutigen Wirkungen und Wirksamkeiten vielleicht mich annähern kann. Ich brauche dafür, und das ist erneut mein Plädoyer an der Stelle, sowas wie eine elastische Kritik, eine Elastizität im kritischen Projekt, um tatsächlich die widerspenstigen Qualitäten und Momente immer wieder zu rekonstruieren und auch umsetzen zu können. Und etwas, was jetzt hier vielleicht auch ein bisschen sehr kurz daherkommt, weil wir nicht hier viel über Subjekt gesprochen haben oder über Akteurstheorien, aber wenn ich das einfach mal hier nutzen darf, trotzdem diesen Subjektbegriff, dann würde ich sagen, es ist eigentlich für uns klar und wir wissen da ganz viel drüber, dass Subjekte nicht einfach vorauszusetzen sind, sondern sich immer wieder konstituieren und konstituiert werden im Raum einer Gesellschaftsgeschichte und im Zusammenhang einer Lebenspraxis. Und wenn ich das wirklich aufgreife und ernst nehme, dann hat es auch Konsequenzen für meine Vorstellung für Kritik, für politisches Denken und Handeln, für kritisches Denken und Handeln. Nicht nur, aber insbesondere auch in der sozialen Arbeit. In der sozialen Arbeit, wo wir sehr viel darüber wissen können, wie Menschen in Widersprüchen, unter widrigen Umständen, in ihren Lebens- und Überlebensversuchen agieren und da immer wieder auch Eigensinn und Widerspenstiges wahrnehmbar wird. Ja, also das war auch vorher schon mal angedeutet. Und jetzt komme ich nochmal mit demselben Spruch, mit dem ich das Ganze eröffnet habe. Das meine ich unter anderem damit, wenn ich mich so gerne auf diesen Satz beziehe von Alexander Kluge und Edgar Reitz, man muss sich auf den Rohstoff der Wirklichkeit oder Wirklichkeit einlassen und das gilt eben auch für kritische soziale Arbeit, für das Projekt, kritisch soziale Arbeit zu realisieren und zu gestalten. Ich danke sehr für Ihre Geduld, für die Bereitschaft, hier mitzugehen, sich darauf einzulassen. Ich hoffe, ich habe in den Raum Ihres Denkens ein bisschen was reingeben können und bin auch gerne offen für Rückfragen, Kritik und Diskussion. Applaus